Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast. Im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und hier rund um den Spieltisch, wo gerade schon die ersten Kartenhäuschen gebaut werden. Obwohl das eigentlich eine völlige Missbilligung dieses Spiels ist, um das es hier gehen wird. Sitzen der Henry. Das Blümchen. Der Christian. Die Michaela. Genau. Ja, du warst wohl zu lange in der Bar. Vielleicht in der Beastie Bar. Eins von den Spielen, die auf der Messe in Essen 2014 durchaus, sagen wir mal so, ein wenig gehypt wurde. Ja. Ein Kartenspiel. Ein Kartenspiel von Zoch. Oh. Können wir nochmal kurz was zu den Rahmendaten sagen? Ja. Ab 8 Jahre, 2 bis 4 Spieler. Und wenn du mal aufhörst, so rumzuhampeln mit der Verpackung, kann ich auch lesen, was da drauf steht. Na? Circa 20 Minuten Spielzeit und Preis 15 Euro momentan so bei Amazon. Mhm. Finde ich okay für so ein Kartenspiel. Ja, naja. Für also, so ein Kartenspiel. Also dafür, dass man wirklich nur Stimme runter. Gibt es das bei Amazon momentan erhältlich? Ich gucke, kann mal ganz kurz. Also es sind 48 Karten. Mehr kriegt man nicht. Und eine Anleitung. Ne? Ja. Also, und wie teuer ist das? 15 Euro. Da finde ich 48 schon, Karten? Ja. Auf der Messe gab es 3 Stück bestellbar. Ach guck, jetzt geht's wieder. Mhm. War zeitweise mal ausverkauft. Von Stefan Kloß übrigens das Ganze. Und um es abzukürzen, wer Love Letter mag, mag auch das. Aber nein. Nein. Folgendes. Wir befinden uns sozusagen in einer Schlange und wollen in die Bar. Die Bar wird bewacht von irgendeinem Orang-Utan. Und da kommen wir nicht alle rein. Richtig, wir haben Karten auf der Hand. Wir sind Personenkarten quasi. Wir haben alle jeder 12 Karten auf der Hand. Die sind auch alle gleich. Beziehungsweise 4 haben wir davon auf der Hand und ziehen immer nach. Also was ich damit meine, wir haben insgesamt 12 zur Verfügung. Die werden auch alle durchgespielt. Das heißt, es ist nicht irgendwann zu Ende, wenn einer eine besondere Funktion erreicht hat, sondern alle 12 Karten werden bei jedem Spieler durchgespielt. Diese Karten sind aufsteigend nummeriert. Von 1 bis 12 werden am Anfang gemischt. 4 hat man immer auf der Hand. Mhm. Man spielt eine aus und legt dann eine nach. Und jede Karte hat eine unterschiedliche Funktion, mit der man bestimmte Sachen machen kann. Und das ist ein sehr ärgerliches Spiel. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Weil wir haben sozusagen, immer wenn diese Schlange voll ist, also 5 Karten da liegen, kommen die ersten beiden dann eben in die Bar und die letzte wird gekickt. Mhm. Und da ergeben sich witzige Ketteneffekte mit diesen Karten. Einige sind eben dafür da, dass man was überspringen darf. Andere sind per se vorne, wie zum Beispiel der Löwe. Andere stinken einen voll. Genau, und dann wird schon was. Und cool sind eben auch die, wo dann so Ketteneffekte eben entstehen. Zum Beispiel kann eine Otter, wie heißt das? Ich sage mal Otter. Es ist Robbe. Eine Robbe, die vorne und hinten vertauschen. Und wenn dann in dieser Reihe ein Krokodil ist, dann frisst sich das einfach mal durch alles, was unter ihm ist. Also Sinn und Zweck eigentlich im Prinzip, man versucht, was in die Bar reinzubekommen und kann frustig werden, aber jetzt nicht im negativen Sinne frustig, ist eigentlich der Witz da bei der ganzen Sache. Man versucht und legt Karten, man weiß ja aber nicht, was die anderen noch an Karten haben. Man könnte es natürlich auch ein bisschen versuchen zu behalten, aber man kann ja auch nicht beeinflussen, welche Karten man auf der Hand hat und so. Ist es dann immer wieder überraschend, wenn man tatsächlich in die Bar reinkommt und wer nicht. Genau, weil also jede Karte hat eben ihre Jetzt-Funktion und einige haben eben eine Dauerfunktion, die immer wieder aufgerufen wird und dadurch gibt sich eben solche seltsamen Effekte. Ich glaube, am besten kann man es fast erkennen an der Proberunde, die wir nachher am Anschluss an diese Bewertung dann noch zeigen. Da sieht man, glaube ich, sehr gut und da haben wir auch viele Konstellationen, was passieren kann oder was auch nicht passieren kann, je nachdem. Jo, genau. Und am Ende gewinnt übrigens der, das kann man nur sagen. Das brauchen wir nicht zu sagen. Nee, wer gewinnt? Nee. Doch. Immer der Henry, genau. Das ist, wie hast du so schön gesagt, in den vielen Jahren der Geschichte des Spiele-Podcasts, dass ich 2 Spiele hintereinander, ich kann es gar nicht genau. Die Redezeit wollte sag ihr es lieber. Ne? Ich wollte auch meinen Eltern danken. Und der Herr Kloß für dieses Spiel 2-mal hintereinander gewonnen habe. Egal. Ich glaube, das interessiert keinen Hörer. Es kommt übrigens darauf an, wie viele Karten. Es gibt noch eine Variante. Da kam es dann doch darauf an, wie welche Karten man reinkriegt. Die geben dann verschiedene Punkte. Normalerweise jede Karte, die man reinbringt, bringt einen Punkt und gewinnt tut der am meisten Karten reingebracht hat. Wie ist die Anleitung? Die haben wir jetzt ja nicht gelesen. Gut, die ist zum Lesen da. Die kann man gut lesen. In vielen Sprachen beschreiben vor allem die Funktion der Karten. Also die Grundmechanismen, der ist einfach, Karte legen, Karte nachziehen. Und wichtig ist eben, dass man jede Karte einen gewissen Einblick bekommt. Es ist aber dadurch, dass sie eben eine gewisse Anlehnung auch an die Funktion der Geschichte einer Figur, sprich also des Tieres haben, kann man sich das relativ gut merken. Es gibt auch noch eine Kurzanleitung, die man sich also hinlegen kann. Ich fand, also ihr habt es ja gerade eben nun zum ersten Mal, wir haben es ja schon sehr oft gespielt,
ging es also relativ zügig wahrscheinlich. Also ja. Nach einer Partie hatte man es doch drauf, was die Karten eigentlich bedeuten. Sind nochmal mit Symbolen unten auch unterlegt. Die verwirren manchmal aber mehr, als das bringen, finde ich. Aber das finde ich nicht. Also mir haben die Symbole hier unten auf den Karten schon sehr geholfen. Sehr schön. Also ich habe dann ab und zu nochmal hier nachgelesen auf der Kurzanleitung. Aber das Wesentliche konnte ich also auf den Karten schon erkennen, was damit gemacht war. Dann können wir werten, glaube ich. Richtig. Ne? Genau. Wer wertet denn zuerst? Ich fange mal einfach mal an. Oh ja. Ich finde, das ist ein sehr kurzweiliges Spiel, sehr schnell erlernbar, auf jeden Fall Familien- und Gelegenheitsspieler tauglich. Hat mir wirklich sehr gut gefallen, ein sehr kurzweiliges Spiel auch. Also wir haben jetzt, wenn ich mal über die erste Spielrunde war ja inklusive erklärt, seit 35 Minuten, also wirklich sehr, sehr kurz. Man muss sich im Prinzip nur in diese einzelnen Kartenfunktionen einleben. Ich habe am Anfang auch gedacht, mal gucken, ob man ein bisschen taktieren kann. Taktieren ist aber nicht viel. Das ist wirklich ein Ärgerspiel und man hat ja auch, man muss auch wirklich Glück haben, welche Karten hat man jetzt auf der Hand. Und manchmal muss man auch mal eine Karte verbrennen, weil wenn man gerade, es liegt eine Reihe aus und man muss eine Karte spielen und man hat jetzt vielleicht nicht die passende Karte, um die anderen noch zu ärgern oder um was Sinnvolles für sich zu machen, muss man auch manchmal mal eine Karte sozusagen verbrennen. Ich finde auch, dass es optisch sehr schön gestaltet ist. Die Karten sind sehr witzig gemacht. Wie gesagt, schön finde ich auch, dass auf den Karten selber nochmal so kurz eine Funktion und angegeben ist, was diese Karte eigentlich ausführt. Und auch diese kleine Kurzanleitung finde ich nochmal sehr schön. Und mir hat das Spiel an sich vom Spielmechanismus sehr viel Spaß gemacht. Ich gebe dem Spiel ein sehr gut, eine 8, was ich sehr gerne mal wieder spielen würde. Ich habe es jetzt ja nicht in der Zweispieler-Variante getestet. Ist da irgendwas anderes oder spielt man genau gleich? Genau so. Man spielt genau gleich. Gut, ich sag mal, das ist wahrscheinlich die Ärgerfunktion, obwohl man muss auch 5 Karten auslegen haben. Genau, dann, ne? Ändert sich gar nichts. Ändert sich ja dann gar nichts im Prinzip dran. Ja. Okay, nur dass man vielleicht häufiger dran ist, weil das hatte ich im ersten Spiel so ein bisschen gefühlt, dass ich nie diejenige war, so die 5. Karte legen konnte. Mit der 5. Karte kann man manchmal auch noch so ein bisschen was beeinflussen, ob man reinkommt oder nicht. Aber nachher beim zweiten Spiel hatte ich häufiger die 5. Karte, das hat mir auch nicht gefallen. Da hast du mich eher drüber beklagt. Ne? Also von daher, das ist so... Man hat gute Karten auf der Hand oder nicht und es passt. Oder vielleicht hat der andere dann die Karte auf der Hand, die einen wieder ärgert. Also von daher, das macht wirklich das Spiel aus. Es ist wirklich ein Ärgerspiel. Es ist wirklich nichts, wo man großartig taktieren kann. Das ist aber, finde ich, auch das Spiel reizend. Das gefällt mir auch sehr gut an dem Spiel. Kann ich mich voll und ganz anschließen. Schöne Gestaltung. Wir haben es jetzt ja schon sehr, sehr oft sogar schon gespielt seit der Messe, obwohl die ja noch gar nicht so lange her ist. Und jedes Mal gibt es witzige neue Konstellationen. Deswegen finde ich schon, hat es gewisse Ähnlichkeit mit Love Letter, wo es auch manchmal witzige Konstellationen gibt. Hier hast du aber deutlich mehr Möglichkeiten. Dafür hast du bei Love Letter, ist es ja immer nur noch kürzere Runden. Dafür spielst du ganz viele. Hier spielt eine Partie, geht eben schon mal 20 Minuten. Aber du hast deutlich mehr Aktionen, mehr passiert. Wenn du mal verlierst, bei Love Letter bist du ja sofort raus, dann musst du auf die nächste Runde hoffen. Hier ist das wirklich ein vollständiges Spiel. Damit finde ich das hier sogar noch besser als Love Letter. Mhm. Also ich finde, und auch am Anfang, als wir die Regeln gelernt hatten, war noch so ein bisschen tatsächlich, oh, kann man sich wirklich so schnell diese Funktionen der einzelnen Tiere merken. Aber ab der zweiten Partie waren die so drin, dass das wirklich wunderbar klappt. Und im Zweifel, wenn ich was falsch mache, habe ich immer noch das Blümchen, das mir das dann nochmal sagt. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir macht das richtig, richtig viel Spaß. Wegen kurzer Spielzeit, wegen viel Gelächter, was man während des Spiels hat. Teilweise ist es auch einfach der Weg, der das Ziel dann bietet. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich gewinne, aber hier ist es auch schön, wenn man dann das Krokodil spielt und das frisst sich da voll durch. 4 Karten vor allem fliegen vollständig auf den Müll. Beziehungsweise auch, wenn die Robbe hier gespielt wird, die dann einfach mal alles umdreht und so. Also es sind so schöne, witzige Konstellationen und immer wieder was Neues. Für mich ist es... tolles Spiel und kriegt von mir ein nicht nur gerne wieder, sondern sehr gerne wieder. Also ein 9. Sozusagen rund um die Uhr könnte ich es fast spielen. Es ist ausgezeichnet und dafür von mir sozusagen quasi schon nominiert zum Goldenen Spielepott 2015. Moment, da muss die Folge noch vorher gesendet werden, ne? Stimmt, das wird aber passieren. Da werde ich drauf achten. Also 9 Punkte von mir. Ich glaube sogar die erste 9, die ich dieses Jahr vergeben. Das ist relativ langweilig, aber ich muss mich jetzt einfach mal anschließen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bin so froh, dass ich dieses Spiel noch ergattern konnte auf der Messe. Und ich muss auch sagen, ich habe es in allen Runden sehr, 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 sehr gerne gespielt. Und wir haben es in verschiedenen Runden gespielt. Und es kam überall gut an, weshalb ich eben auch ein großes Indiz dafür ist, dass es einfach nominiert werden muss von mir für den Goldenen Spielepott. Tolle Zeichnungen, witzige Sachen. Und ich finde auch, es ist relativ egal, ob man das Spiel gewinnt oder nicht. Es macht einfach Spaß. Und eigentlich vor allen Dingen...
mal denjenigen rauszukicken, den kleinen Henry zu ärgern zum Beispiel. Das macht einfach Spaß, aber es ist auf gar keinen Fall für Leute, die strategische Spiele möchten, die wollen, dass das Spiel immer beeinflussbar ist, die sollten sich dieses Spiel nicht kaufen. Wer aber einfach witzige, lustige, kurze Spielrunden mag mit Ärgerfaktor, dem würde ich das ins Herz legen. Kein Strategiespiel. Christian. Kein Strategiespiel. Das soll jetzt die Überleitung sein. Schlechte Überleitung. Also das Spiel hat mir auch Spaß gemacht. Ganz so begeistert wie ihr bin ich jetzt nicht dabei. Also man hat es wirklich schnell erlernt. Nach der ersten Partie hat man wirklich die Karten intus gehabt, die Auswirkungen der Karten. Noch nicht alles ganz so en Detail. Man hat auch schon mal noch ein paar Fehler gemacht, sag ich mal. Aber das ist zu vernachlässigen. Schönes Spiel, schnell zu erlernen, schnell runtergespielt, ein schönes Absackerspiel aus meiner Sicht, dass man es am Ende eines längeren Spieleabends gerne auf den Tisch packen kann. Ganz so weit nach oben, Spielepot möchte ich jetzt noch nicht greifen, von daher bekommt das Spiel von mir 7 Punkte ein Gut. Sehr schön, ja. Also zumindest ein über dem Durchschnitt, deutlich über dem Durchschnitt. Wie weit, das muss dann jeder selber entscheiden. Und ja, damit sind wir, glaube ich, durch, ne? Michaela surft schon Gedanken verloren im Netz. Nein. Ich habe nochmal geguckt, bei Spiele Offensive gibt es das auch, ist momentan aber nicht lieferbar. Aber kostet nur 13 Euro. Oh, siehst du? Also, Augen auf beim Spielekauf. Ja, sowieso. Was sie auch immer zahlen, es ist immer noch zu wenig. Das ist es schon wert. Also, je nachdem, wie man das wahrscheinlich sehen mag. Damit sind wir durch. Mehr haben wir heute nicht. Ne? Also, haben wir die Zeit wieder eingehalten? Ja, knapp über 10 Minuten. Aber für ein fast Spielepot, da muss man sagen, Spiel darf man das auch, oder? Wohl zweimal hintereinander. Ja. Wenn wir das rausschneiden, dann kommen wir wieder in unseren normalen Zeitkorridor rein. Gut, dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der immer noch stolze Henry. Das auf ihren Mann so stolze Blümchen. Der verzweifelte Christian. Ich hatte einfach nur Spaß. Genau. Michaela. So, und jetzt gibt's hier einen. Mach mal Freundschaft. Machen wir jetzt hier dein Tier nach? Bitte? Machen wir jetzt hier dein Tier nach? Ich glaube, es stinkt. Könnte aber auch mein eigenes sein. Herzlich willkommen bei der Beispielrunde von Beastie Bar. Wir wollen in die Bar. Hier ist die Bar. Da gibt es den Fußtritt und auf geht's in die Schlange. Und ich beginne mit dem Zebra, das nach hinten alles blockt. Das heißt, ich habe quasi schon gewonnen. Es fängt übrigens immer der an, der in der Vorrunde gewonnen hat. Und das war jetzt übrigens schon der. Aber das war unsere Regel, dass derjenige anfängt, oder? Kann sein, weiß ich nicht. Vielleicht steht es auch drin. Egal, das Blümchen ist dran. Du blockst nicht jeden, weil das Känguru kann nämlich boing, boing machen und ein oder zwei Leute überspringen. Und das mache ich auch. Ja, wir haben übrigens immer 4 Karten auf der Hand. Faszinierend. Ich nehme das Chamäleon. Und was imitiert es denn in der Reihe? Das Känguru. Doing, doing. Okay. Wir kontrollieren, ob irgendeine von diesen Figuren mit diesem Zeichen jetzt was verändert. Nein, wir können weiterspielen. Michaela. Ja, ich mache dann auch nochmal das Känguru. Mhm. Doing, schade, doing. Ich war irgendwie vorne vorhin. Mhm. Macht aber nichts. Sehet und staunet und lernet vor allem. Der König der Löwen wandert nach vorne. Ja, aber ich bin mit dem Chamäleon reingekommen. So, egal. Man muss auch Opfer bringen. So. Genau. Das heißt, wir haben 5 in der Reihe. Die vorderen 2 gehen in die Bar. Und der letzte wandert auf den Müll. Haben nicht gesagt, alle gegen Henry? So, ich ziehe nach und das Blümchen ist dran. Ich packe die dicke Dame aus. Und die wandert gleich mal nach vorne, weil sie überspringt alles, was kleiner ist als sie, also die Dreien. Dann ist der Christian. Wird er auch einen so klugen Schachzug machen? Oder wird er das Feld den Konkurrenten überlassen? Oder hat er vielleicht das Krokodil, das alles frisst, vor ihm? Wer weiß das schon? Ja. Schalten Sie wieder ein. Oh, und er hat auch eine dicke Dame. Die wandert auch nach vorne. Na toll. Michaela, wir kontrollieren wieder, ob sich was verändert. Nein, tut's nicht. Die dicke Dame kommt dann an, ach ja, weil es nicht drüber springt, ne? Nee. Michaela darf, aber ihr wünscht, dass die Damenkränze da vorne. Die fünfte. Ja. Jetzt möchte ich das aber gar nicht mehr so gerne. Obwohl, ich mache jetzt das Stinktier. Die beiden höchsten kommen auf den Müll. Nee, die beiden höchsten Tiersorten. Ach, Tiersorten. Ach, guck mal, meine auch. Ach, shit. So. Ja, das ist aber eine Regel, die habt ihr uns vorhin nicht erklärt. Ja. Ich dachte auch Tiere. Nee, Tiersorten. Das ist natürlich, da vorne ist auch einsam bei dir, Michaela, ne? Ja, sehr einsam. Und Michaela ist der Anfang. Jo. Nee, da ist hinten, sag ich mal. So, auch eine dicke Dame, die habe ich nämlich noch. Mhm. Ich habe mir selber rausgehauen. Ich habe auch eine Dame, aber die dünne.
Die geht nur einen nach vorne. Aha. Eine Runde, zumindest wenn es kleiner ist. Okay. Mhm. Jetzt habe ich nicht die richtige Karte auf der Hand, die ich eigentlich gleich brauchen würde. Mhm. Was hättest du denn gern gehabt? Das sage ich dir jetzt nicht. Ah ja. So, bei Christian haben wir wieder Stau. Nö, macht nichts. Wir wollen die Zuschauer ja auch ein bisschen mitleiden. Ich nehme hier das Zebra ab, das blockt nach hinten. Mhm. Dann sterbe ich die Runde vielleicht ja nicht. Das blockt? Mhm. Da kann nämlich die dicke Dame nicht vorbei und das Krokodil nicht. Wir machen diese Proberunde so lang, dass irgendjemand mal das Krokodil liegt, damit man die witzigen Effekte... Den witzigen Effekt, was passiert? Ich mal das Chamäleon und das kopiert die dicke Dame. Ah. Geht das? Ja, aber dann kommt sie doch nicht an mir vorbei. Nee, und sie bleibt auch. Und jetzt kommt nämlich der Effekt zusammen. Ja, wir gehen durch. Ja, nein, sie kommt doch erst gar nicht an mir vorbei. Stimmt. Richtig. Das kommt auch noch. Ansonsten hätte man jetzt, lass mal ganz kurz, müssen wir nochmal Zeit. Wenn das gegangen wäre, würde jetzt als nächstes, weil man jetzt nochmal durchgeht, wer hat denn die Symbol? Ja. Und die würde jetzt den überspringen, weil jetzt ist das Chamäleon nämlich nicht mehr eine dicke Dame, sondern es sind 5. Okay. Sehen Sie? Das sollte auch zum Lernen. Ich haben das extra die vorher abgesprochen. Seite, die letzte Karte liegt. Hubs. Leg doch mal das Krokodil wegen diesem schönen... Ja, das geht auch nicht, weil da kommt ja auch nicht. Ja, ich weiß, das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Geblockt. Dann machen wir die Schlange, die ist ordnungsliebend. Dann sortieren wir mal durch hier. Das war doch gar nicht schlecht. Für dich. 8, 7, für mich übrigens auch nicht. So, dann kriege ich wenigstens einen rein. Genau. Einer muss raus. Nein. Doch. Nein, jetzt werden doch die roten Dinge da abgehandelt. Ja, aber der überspringt nur... Der springt ja nicht. Ah, wenn er kleiner ist. Wenn er kleiner ist, genau. Also kommen die beiden in die Bar. Die beiden gehen nach vorne. Und das stinkt hier. Das war beim letzten Mal auch schon nicht mit. Schakka. Ich bin jetzt aber fast dran. Jetzt das nächste Mal muss ich aber mitkommen. So, Kinder, passt mal auf. So, ich habe nämlich auch so ein Zebra. Eine. Das ist eine Giraffe immer noch. Genau, da stört sich die. So, bitteschön. Ich bin der König der Löwen, der König der Tiere. Mhm. Ja. Oh, du? Zwei blaue vorne. Du bist auf dem Müll, bist du. Nein. Robbe. Oh Mann. Oh, damit verändert sich es genau andersrum. Oh. Der so. König der Löwen. Warte mal, wir gehen. Stopp. Erstmal gucken, was passiert. So. Der macht nichts, der geht ein nach vorne. Genau. Der geht ein nach vorne. Genau. Checker. Ich drauf. Oh. Und meine Robbe geht rein. Ja, es läuft schon wieder. Läuft. Genau, bei der Robbe nämlich ändert sich genau vorne und hinten. Und das hat witzige Effekte, wenn man noch Krokodil dazwischen hätte. Michaela. Ja, ich mach mal das Chamäleon. Mhm. Das imitiert dieses komische Fichte, die Giraffe. Mhm. Und geht dann ja dahin. Richtig. Ich würde so gerne mal ein Krokodil legen. Ja, ich auch, aber das kann man momentan nicht. An meinem Zebra kommt keiner vorbei. Am Zebra kommt keiner vorbei. Das ist ne? Ein guter Türsteher. Ja. Mhm. Ah, ich lass mal ein bisschen stinken hier. Ne? Die Höchsten gehen raus, die 7 und die 8. So. Oh, schön. Das ist doch nett. Super. Ganz toll. Das war mein guter Türsteher. Ja. Ja, der ist endlich mal weg. Oh, das ist doch total bescheuert. Ach, wisst ihr was? Na? Das sind alles so starke Karten hier. So stark? Ja, alle Karten sind gut. Komm, dann könnt ihr auch kein Krokodil mehr spielen. No. Ich würde sagen, dann kommen wir langsam ans Ende dieser Beispielrunde. Ich wollte das nicht spielen wegen des Krokodils, aber... Sonst machen wir ein ganzes Let's Play davon. Zack. Oh. Ein ganzes Let's Play mit Z. Mhm. Let's Play mit Z. Und wie der heiße... genau. Ne, was bescheuert. Jetzt muss ich hier eine Karte opfern, ne? Robbe. Ja, wenn ich sie mal hätte, ne? Ne. Mhm. Was nicht hast, ne? Was wenn nichts auf Tasche hast. Dann hat man nichts aufs Tasch, ne? Dann ist aber mal ganz, ganz schnell einsam hinten. Ja, dann muss ich wohl einen opfern, ne? Mhm. So, die beiden gehen rein. Jo. Und der kommt leider auf den Müll. Musste ich einen opfern? Was sowas? So, ich sag mal, es läuft. Erste Runde nicht besser bei dir, du. Wie läuft's denn jetzt? Ich sag mal... Was sagst du denn? Ich sag mal, der imitiert den. Nein, der killt. Ja, stimmt, der killt. Der killt den. So, zack. Und schon bin ich vorne. Sehr schön. Blümchen ist. Das findet Blümchen gar nicht gut. Wenn man jetzt hier ein Stinktier legen würde, würde das Stinktier sich selber umbringen? Nein. Das Stinktier kann das Stank ab. Genau. Aber würde trotzdem den hier killen? Nein, auch nicht. Ach so. Stinkt hier es bleiben. Aber wenn man jetzt ein Krokodil liegen würde, das würde dieses beides hier fressen. Und damit hat man den Effekt einmal jetzt gehört von mir. Ich imitiere den Papa.
Papageien, logischerweise, weil wenn ich den Stinktier... Nee. Okay. Ein beliebiges Tier. Mhm. Ja. Mhm. Komm, Krokodil. Ah, da ist es. Und dann geht's ans große Fressen. Und schon geht's wieder von vorn los fast. Gut, das war die Beispielrunde. Dann sagen wir mal auf Wiedersehen und wir werden noch ein bisschen hier spielen. Und ob es uns gefallen hat, wie es immer am Ende dieser Videos heißt, das hat man ja schon gesehen. Tschüss. 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 So, jetzt aber, da kommt jetzt die dicke Dame, oder? Da ist sie doch, da ist sie doch. Ach, Träumchen. Mhm.